Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist die Abby. Ich stehe hier schon in Fort Pinter, beziehungsweise am Eingang von Fort Pinter. Denn heute ist Mittwoch, der 8.11.2023. Und das bedeutet, es gibt wieder ein neues Update. Und diesmal wieder ein neues Pferd. Ich habe ja hier, glaube ich, die letzten sogar verpasst. Ich weiß gar nicht, welche das waren. Irgendwelche Warmblüter, glaube ich. Dänisches Warmblut, glaube ich, ne? Ja, das habe ich verpasst. Aber das verpasse ich nicht jetzt. Und zwar, wie heißen die? KWPN? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. KWPN steht da. Und ja, ich würde sagen, wir kaufen mal eins von den neuen Pferden. Und wenn ich das falsch ausspreche, sagt es mir gerne mal. Also schreibt es mir mal in die Kommentare. An dieser Stelle würde ich sagen, wir starten mit dem Video. So, okay, ihr Lieben, ich laufe mal hier in Fort Pinter rein. Ich habe jetzt hier keinen Sattel und kein Zaumzeug. Weil das Pferd habe ich ja im letzten Video gekauft, bei dem Halloween noch schnell. Und ja, da wir jetzt ja eh ein anderes Pferd kaufen, habe ich das jetzt mal so gelassen. So, okay, das erste Pferd steht, wie gesagt, hier in Fort Pinter. Und zwar habe ich das da vorne gesehen. Ich würde mal sagen, steige ich doch mal ab. So, und dann laufen wir mal hier hin und schauen uns mal das wunderschöne Pferd an. Ich glaube, es ist so ein Tresor, irgendwas für Tresor, glaube ich, oder? Also, ich würde das Ganze jetzt eigentlich hier nicht so gern durchlesen. Ach, obwohl, hier steht ja das KWPN, auch niederländisches Warmblut genannt. Ach so, okay, da ist die Frage ja jetzt geklärt. Also, ist das ein niederländisches Warmblut? Okay, alles klar, aber im letzten Mal war es ein dänisches Warmblut. Oder? Ich bin verwirrt. Ja, ist ein bisschen dunkel jetzt hier. Jedenfalls ist das halt das Pferd. Ich wollte es mir eigentlich erstmal so angucken. Ich muss sagen, das finde ich sehr schön. Aber ich weiß halt nicht, ist das jetzt eine Rappe? Nee, ich glaube nicht, ne? Das nennt sich irgendwie anders. Aber ist mir jetzt auch egal, wie die Farben heißen. Jedenfalls finde ich das sehr schön, das Pferd. So, was bekommen wir? Also das bekommen wir hier in Fort Pinter. Bekommen wir das ja, ab Level 1. Also wir müssen da Level 1 sein, um das zu bekommen. Und das Pferd kostet 950 Starcoins, das ist teuer. Ja, wir haben Stärke plus 3, Disziplin plus 2 und Agilität plus, also Agilität 2. Aber das wollte ich nicht kaufen, weil es gibt ja noch andere und die stehen bei der Baroness. So, okay, ihr Lieben, also ich bin jetzt hier erfolgreich bei der Baroness angekommen und ich würde sagen, wir steigen hier einmal, mal ab und schauen uns doch mal die Pferde hier an. So, okay, da haben wir hier einmal dieses schwarze, also, okay, das ist jetzt ein Rappe, das andere war dann wohl, keine Ahnung, wie man das nennt. Oh. Ja, es sieht auf jeden Fall, ja, halt einfach schwarz aus. Finde ich jetzt nicht so Besonderes, also, ja, da kann man halt nichts falsch machen, so, wisst ihr, wie ich meine. Was hat sie denn hier eigentlich für ein schönes Pferd? Ich habe es ja schon mal im letzten Video gesagt, ich bin hier komplett so durcheinander, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. So, dann haben wir noch dieses hier. Ist das ein Apfelschimmel? Nee, das ist kein Apfelschimmel, oder? Oh, das gefällt mir schon mal ganz gut. Ich würde das immer gerne hier streicheln wollen, aber das geht ja jetzt hier leider nicht. So, jedenfalls so sieht das aus. Also ich versuche das bloß mal so ein bisschen, so zu zeigen, soweit es möglich ist. Ich habe gelesen, es gibt 7 Farben. Also wir haben jetzt hier schon, das sind Fort Pinter, das den Rappen hier, das Schimmel, Grauschimmel, Apfelschimmel, keine Ahnung. Das ist die dritte Farbe. So, hier haben wir, was ist das für eins? Irgendwas Braunes oder, nee, das ist ein Fuchs. Irgendwas Fuchsfarbenes. Aber eigentlich ist es auch kein Fuchs. Ich weiß es nicht. Ja, ist mir auch egal jetzt, wie das heißt. Jedenfalls, das Pferd, was sie hier hat, finde ich auch. Was ist das denn für eins? Das kenne ich auch nicht. Jedenfalls wollen wir jetzt die angucken. Also, jedenfalls haben wir das noch hier. Das finde ich ganz hübsch. Ich finde diese, oh, halt doch mal deinen Schädel hier ruhig. Ich finde diese schmale Blässe, nee, das ist ein Strich oder so, ne? Das finde ich zum Beispiel auch ganz hübsch. Ja, so, und hier haben wir den richtigen Fuchs. Ist das auch, ja, nicht, dass ich jetzt hier falsch bin. Ich kenne die ganzen Pferde gar nicht mehr. Ui, das ist ein richtiger Fuchs. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Fuchs in meinem Stall. Aber wenn ihr das mal so vergleicht hier, also ich jetzt hier, ich habe jetzt hier das Rote an und diesen Fuchs dazu, das passt farblich so überhaupt nicht zusammen, finde ich. Ich finde, das irgendwie, das passt halt einfach nicht. Aber der Fuchs, ach Menno, aber der Fuchs ist sehr schön. Was ist das denn schon wieder? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls ist der Fuchs hier sehr schön. Ich finde auch die Blässe hier von, wenn sich das überhaupt Blässe nennt, sehr hübsch. Ah, ich hätte gern diesen Fuchs hier. Aber das passt einfach farblich nicht zusammen. So, das waren jetzt, das...
Vier Farben. Wir hatten. Nee, Moment mal. Das waren jetzt vier Farben. Deren Furtpinda sind fünf. Da fehlen noch zwei. Ist das noch ein? Nee, das ist ein Lusitano. Oh Gott. Wo haben wir denn dann? Da fehlen dann noch. Hä? Da, irgendwie fehlt da noch was, ne? Das sind doch jetzt nur fünf. Das muss ich erstmal suchen. Ich habe jetzt hier überall geguckt und ich finde keine weiteren Pferde. Also, ich habe jetzt nur die vier. Ich bin jetzt hier überall rumgelaufen. Es sind nur die vier. Ich werde nochmal kurz auf der Seite gucken. So, okay, ihr Lieben. Ich bin jetzt hier nochmal auf der Website von Star Stable und da steht doch da, wo kann ich die Pferde bekommen? Ein Pferd ist in Fort Pinter erhältlich. Die anderen findest du im Stall der Baroness. Da waren wir doch gerade, oder nicht? Ja. Und hier steht, dir stehen sieben wunderhübsche Fellfarben zur Auswahl. Ich verstehe es nicht. Das sind doch aber jetzt nur fünf. Da fehlen doch noch welche. Ah, wir gucken noch mal im Spiel. So, da sind wir auch wieder im Spiel. Also das sind jetzt ja hier nur die vier Farben. So, und der fünfte ist in Fort Pinta. Hier fehlen noch zwei Farben. Aber wo sind die denn? Ich glaube, ich klicke einfach mal hier auf das hier. Ups, geht das jetzt nicht? Doch, auf das hier, da können wir doch mal hier unten schauen. Das sind, ja, wo gibt's das denn? Da haben wir ja noch dieses hier. Aber wo steht das? Bin ich jetzt komplett doof? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja das gesehen, das gesehen, das haben wir auch gesehen. Das hier haben wir auch gesehen, genau. Da fehlt noch dieses braune, nee, das, nee, Moment, jetzt bin ich verwirrt. Nee, das, den schwarzen hatten wir, hä? Nee, der hier steht in Fort Pinta. Den haben wir hier gesehen. Den, genau. Und den Rappen. So, und den braunen hier, den habe ich nicht gefunden. Und der gefällt mir. Aber wo finde ich den? Hä? Sorry, aber mir ist das gerade zu kompliziert. Ups, jetzt hat sich's natürlich geändert. Ach so, ich kann das hier ändern. Ist das bewusst so gemacht? Also schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Das, hier stehen ja jetzt nur vier, aber die Farbe, die ändert sich ja, wenn man, das muss ich mir nochmal hier, wenn man hier drauf drückt, dann ändert sich ja die. Ach so, genau. Ach, ist das dann so gedacht jetzt oder wie? Da stehen tatsächlich nur vier, aber man kann ja die Farben hier rüber ändern. Ist mir zu kompliziert jetzt. Also, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich dieses hier nehmen. Und zwar dieses, weil ich finde das irgendwie total süß. Die blauen Augen. Ach, Menno, hallo. Ach ja, ich werde auf jeden Fall dieses wunderschöne KWPN ja, nehmen. So, das hatten wir ja schon hier vorgelesen. Stärke plus 3. Ah ja, muss ich ja nicht nochmal wiederholen jetzt alles. Und die gibt es hier ab Level 7. Also das in Fort Pinter ab Level 1. Und das hier in, ja, bei der Baroness. Oh. Also in dem Reitstall Baroness hier bekommen wir ab Level 7. Genau, das niederländische Warmblut. Sehr schön. Also, ich muss sagen, wir werden das jetzt kaufen und wir machen hier ein erwachsenes Pferd raus und machen hier diesmal eine Stute. Das ist ja mal was komplett Neues hier bei mir. Ich habe nie Stuten. Aber das sieht für mich irgendwie aus wie ein süßes kleines Mädchen. So, okay, ich werde jetzt erstmal einen Namen aussuchen. So, schaut mal den Namen, ich habe einen ausgesucht. Babybell. Ah, ich liebe ja den Käse. Ja, jedenfalls nenne ich das Pferd hier, möchte ich das Pferdchen hier, ja, Babybell nennen. Ich finde, das passt irgendwie zu ihm. Oder nein, besser gesagt zu ihr. Ich habe jetzt eine Stute genommen. So, genau. Okay, ich würde sagen, wir drücken auf Pferd kaufen. Habe ich jetzt alles? Ich glaube schon. So, okay, Pferd kaufen. Herzlich willkommen. Du süße Maus. Da machen wir mal hier jetzt reiten. So, und da haben wir dieses wunderschöne, süße, süße Pferd. Ich weiß nicht, ich würde gerne mal die Mähne, da habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ob man noch die Mähne ändern kann. Ich werde mal, ich werde mich mal schnell noch um einen, ja, Pferdefriseur kümmern. So, okay, ihr Lieben, ich bin jetzt hier in Fairgrove und habe hier einen Pferdefriseur gefunden. Dann werde ich mal schauen hier. Okay, das sind jetzt diese Knoten. Kann man das noch so ein bisschen von der anderen Seite? Nee, das geht hier irgendwie gar nicht. Schade. Mir fehlt hier irgendwie so eine Funktion, dass man das so anziehen kann und dann das Pferd so drehen kann, wisst ihr? Weil nur so, das ist irgendwie doof. Naja, aber wir werden uns damit zurechtfinden jetzt. Okay, wir haben jetzt hier die geknüpften, oh, nein, was ist das? Knoten, genau. Mir ist das Wort entfallen. Also das sind jetzt hier die Knötchen. Und hier haben wir.
Das ist doch das. Ist das nicht dasselbe? Das sieht eigentlich gleich aus, oder? Ach nee, ich weiß, da ist der Schweif wahrscheinlich noch anders. Ah, okay, das sieht. Okay, hier haben wir, also hier haben wir noch den Schweif so wunderschön dekoriert. Und ja, hier haben wir den ganz normal. So, was haben wir noch? Okay, da haben wir noch diese Mähne hier. Aber ich finde, zu ihm passt eben die hier ganz gut. Oder eben diese Knoten. Aber das hier sieht auch gut. Aber ich finde, das passt nicht so zu dem Pferd. So, da, das nächste. Okay, da haben wir diese Zöpfchen hier, die geflochtenen. Das finde ich sehr schön. Also, das gefällt mir generell immer sehr gut. So, da haben wir nochmal hier. Hä, nochmal? Also, da muss ich nochmal hier hinten gucken. Gut, da ist der Schweif dann einfach anders gemacht. Ja, und das haben wir eben bei den geflochtenen Zöpfen haben wir das auch. Da ist das auch hinten so, ja, so ein bisschen geflochten halt, seht ihr ja. Oder so schön geflochten. Genau. So. Und dann haben wir hier diese, naja, so abgeraspelt. Und das auch nochmal abgeraspelt. Das gefällt mir nicht. Also ich persönlich finde das hier am schönsten. Aber mit. Wartet mal, ich muss mal kurz. ja. Also ich finde, ich glaube, ich werde das hier nehmen. Also mit den Zöpfchen hier. Also mit den geflochtenen. Genau, das werde ich benutzen. Sehr schön. So sieht das jetzt aus. Also ich finde das Pferd irgendwie sehr schön. Das ist so, naja, wie soll ich sagen, es ist nicht zu schmal, nicht zu dick. Es ist halt so ein Standard, also Warmblut. Und ich rede, glaube ich, irgendwelchen Stuss. Ich würde mir jetzt gerne nochmal die Gangarten angucken, aber da ich ja noch nicht hier die Pferdeentwicklung habe und schnell galoppieren kann, müsste ich erstmal kurz eine Levelrunde machen. Ich glaube, das werde ich auch erstmal, ja, mal machen. So, okay, ihr Lieben, ich habe jetzt mal hier den Wildtailsee mir angeschaut, weil da können wir nämlich gleich mal die Gangarten sehen, während ich hier level. Okay, ich würde sagen, ich mache mich vielleicht mal als Wildpferd oder so, vielleicht mal was anderes. Ja, und da können wir nämlich das Pferd hier mal schauen, wie das dann so aussieht. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, dann machen wir das doch mal. So, genau, da können wir nämlich auch gleich mal das Pferd in Action sehen, wie das aussieht. Also ich finde es, ja, ich weiß nicht, wie ihr es befindet. Also ich finde, es sieht sehr gut aus. Also mir gefällt es ganz gut. Ich finde es sehr schön, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, ne? Das ist jetzt zwar nur der, welcher Galopp haben wir, ist denn das jetzt hier? Ach, der normale Galopp. Und ja, ich glaube, ich mache erstmal doch die Strecke zu Ende und dann können wir das uns mal genauer anschauen. Obwohl, nein, ich habe es woanders überlegt, weil wir können ja hier die Sprünge ja hier auch uns anschauen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut geeignet hier während dem Leveln. Oh, das ist so komisch, weil das so langsam ist. Ja, ich finde es ganz gut. Also ich habe auch nicht so viel. Ja, nicht so viel Ahnung, was jetzt so die Gangarten betrifft, ob das jetzt hier alles so, naja, wie soll ich sagen, ob das jetzt alles so richtig ist oder ob da irgendwelche Fehler drin sind. Ich habe doch da nicht so viel Ahnung, Mensch. Aber ihr werdet es mir wahrscheinlich eh in die Kommentare schreiben. Oder auch nicht. Oder wie auch immer. So, ich mache es doch mal erstmal jetzt die Levelrunde fertig. So, okay, ihr Lieben, ich bin jetzt hier fertig mit der Levelrunde. Da geben wir das doch mal ab hier. Und dann müsste ich ja, okay, nächstes Level ab. Und dann bekomme ich, genau, dann bekomme ich hier diesen schnelleren Galopp. So, sehr schön. Okay, da können wir jetzt ja mal hier uns anschauen, wie das Ganze jetzt hier so, ja, im Galopp aussieht. Im schnellsten Galopp, meine ich. So, okay, ihr Lieben, ich bin jetzt hier wieder in, ja, wo bin ich denn? In New Hill Crest, glaube ich, oder? Ich bin doof. Ja, wir schauen uns jetzt mal die Gangarten jetzt nochmal hier in Ruhe an. Und zwar haben wir jetzt hier den Schritt. Das sieht edel aus, oder? Also ich finde, das sieht irgendwie elegant aus. Ja, so sieht das aus. Ich habe mich jetzt mal hier im Wildpferdmodus gelassen, weil, ja. Weil es, glaube ich, besser ist. Ui, der Trab, der sieht ja ganz besonders edel aus. Also, wie gesagt, ich kenne mich ja eh nicht so gut aus, aber für mich, also auf mich wirkt das jetzt hier schon sehr elegant, so, dieser Trab. Oh, doch, das gefällt mir richtig gut. Doch, das gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir hier den Arbeitsgalopp oder ja, den Kanter. Und ja, das war ja das, was wir jetzt auch schon mal gesehen hatten. Und jetzt machen wir den etwas schnelleren. Das sieht auch irgendwie so ein bisschen elegant aus, oder? Also ich finde, das sieht, aber ich glaube, oh, sorry, du musst hier wieder raus, du kannst ja nicht schwimmen. So, also ich finde, das sieht, da greift so mit den Vorderbeinen so irgendwie so rein. Also ich, keine Ahnung, wie man das jetzt
bezeichnet. Aber wartet mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich hier hinreite. Ja, so sieht das aus. Also ich finde das durchs Wasser. Okay, ich finde das sieht ganz gut aus. Also es ist mehr so auf einer Seite so dieses Greifen, oder? Oder täuscht das jetzt? Also wisst ihr, wie ich... Naja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir machen mal jetzt den... wartet mal, wo sind wir denn jetzt? Ich sag, der Galopp. Hilfe. Wartet mal, ich bin irgendwie verwirrt. Jetzt sind wir wieder beim Kanter hier. So, das war der Galopp. Genau. Und jetzt haben wir aber trotzdem nicht den... Hä? Oh, jetzt bin ich aber komplett verwirrt. Haben wir jetzt nicht alle Gangarten? Oh, ich krieg die Krise. Wo kann ich das denn nochmal sehen? Oh, ich bin schon wieder komplett überfordert. Also jetzt weiß ich gar nichts mehr. Noch schnellerer Galopp, den haben wir doch, aber das ist auch freigeschaltet. Hä, ist das jetzt nicht der schnellere Galopp gewesen? Also, ach so, da fehlt wohl noch was. Oh. Nein, ich krieg die Krise. Ich glaube, da fehlt doch noch was. Besondere Bewegung. Ach, das können wir jetzt ja alles gar nicht machen. Mein Gott. Ich wollte jetzt doch eigentlich nur den schnelleren Galopp machen. Boah, ich bin gerade irgendwie komplett überfordert. Also noch schnellerer Galopp. Nee, da ist ja freigeschaltet. Dann stimmt das schon. Aber da habe ich gedacht, da fehlte irgendwas, weil das hier so... Also haben wir hier eher Schritt. Oh, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so... Trab, Kanter, Galopp. Und der schnelle Galopp geht nicht. Da fehlt doch irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ihr Lieben. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Also irgendwie, ihr schaut mal, da fehlt doch jetzt der schnellere Galopp. Warum geht denn das jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Machen wir mal den Sliding Stop. Okay, der bleibt dann einfach stehen. Das Steigen. Okay, das ist auch ganz normal Standard. Wenn ich jetzt die Umschalttaste gedrückt halte... Nee, das kann er dann noch nicht. Oh, ich bin irgendwie jetzt gerade total verwirrt. Ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt nochmal... ich wollte erst nochmal rückwärts laufen probieren. Also ist auch ganz normal halt. So, ich gehe jetzt nochmal nach Fort Pinta und schaue mir das nochmal in dem Pferdekauf, wo man das kaufen kann, die Gangarten an. Weil irgendwie... Irgendwas stimmt doch nicht. So, okay, ihr Lieben. Ich bin jetzt nochmal hier in Fort Pinta und schaue mir jetzt nochmal kurz hier diese Gangarten an. Weil das irgendwie... Also hier haben wir halt den Schritt. Das war ja hier der Trab, Kanter, der Galopp und dann ist Stopp bei mir, obwohl ich das doch freigeschaltet habe. Hier, dieser schnellste Galopp, der fehlt. Warum fehlt denn der? Hey, könnt ihr mir das bitte mal erklären? Ich verstehe das gerade nicht, warum der bei mir fehlt. So, dann haben wir hier noch das... Ach so, mit Level 7 kann man das dann hier freischalten. Wie nennt sich das? Weiß ich nicht, was für eine Gangart das ist. Und wir haben dann noch einen besonderen Trick, auch auf Level 7 dieses. Okay. Ich finde es aber nicht schlecht, dass man so bestimmte Sachen erst bei bestimmten Leveln freischaltet. Ja, jedenfalls, ich bin von dem Pferd ziemlich begeistert. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ich werde mal das Wildpferd wieder ausmachen hier. Aber mit dem Galopp, das verstehe ich jetzt nicht. Doch, jetzt geht's doch. Hä? Das verstehe ich einfach nicht. Naja, jetzt haben wir es ja gesehen. Aber das verstehe ich nicht. Also das ging vor uns nicht. Ihr habt es ja gesehen. Ist komisch irgendwie. Naja. Jedenfalls hat es ja jetzt geklappt und ich bin begeistert von dem Pferd. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Also ich finde es richtig cool. Mir gefällt es auch in der Farbe hier. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es geht euch gut. Das hätte ich eigentlich am Anfang fragen können. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben.